Seit dem 24. Februar ist viel die Rede von einer Zeitenwende, die wir erleben. Und das ist leider sehr negativ gemeint. Wir erleben selbst verschiedene Auswirkungen mit und wir sehen Menschen, die es noch viel schlimmer trifft als uns. Wir feiern an Ostern eine ganz andere Zeitenwende. Wir feiern, dass in all dem, was dunkel und schwierig und scheinbar hoffnungslos ist, doch Hoffnung ist. Auf Aufbruch und auf einen neuen Anfang. Auch hier ist ein Aufbruch spürbar, ein ganz anderer Aufbruch, einer für den Verband, wo Pfadfinden wieder lebbar wird. Das ist nach einer Pandemiezeit was, wonach sich viele Menschen gesehnt haben. Ganz deutlich und erlebbar wird es gerade hier auf dem Rover Voco für 1000 RoverInnen und auch an ganz vielen anderen Stellen im Verband. Sind Veranstaltungen wieder möglich, finden Lager statt. Und das ist voll gut. Das gibt Kraft, das verbindet und das macht Pfadfinden aus. Und ich durfte auch in den letzten Tagen Aufbruch erleben, gerade in den Gebieten, wo im Moment diese Zeitenwende stattfindet. Wie ihr in den letzten Tagen schon auf den Kanälen gemerkt habt, haben wir ein Projekt in Polen, um die PfadfinderInnen dort zu unterstützen, einen Hilfseinsatz für die ukrainischen Flüchtlinge zu machen. Und auch da merkt man, wie doll sich die Menschen einsetzen dafür, dass es ein Stück Hoffnung gibt. Ja? Und da hilft das Kleinste, da hilft es Kurzen, ein Gepäckstück eine Treppe hochzutragen, um sie dabei zu unterstützen. Da hilft es, ihnen Sandwiches zu verteilen etc. pp. Die kleinsten Dinge können in diesen Situationen Hoffnung bringen und das ist, was wir dann gerne tun. Und in diesem Sinne wollen wir euch allen frohe Ostern wünschen und euch ermutigen, mit ganz kleinen oder aber auch größeren Dingen anderen Menschen Hoffnung zu schenken. Im Sinne von Ostern.